Ja, beginnen werden wir in einem kurzen Rückblick auf schwarz-weiße und leider auch braune Zeiten, bevor wir dann uns so langsam in die Jetztzeit vorarbeiten. Der Führer und seine Führungsriege, die konnten den Fußball überhaupt nicht leiden. Deren Idole und Ideale, das waren heroische Boxer, zähe Radler, Autorennfahrer, als die Beherrscher von Hightech-Boliden made in Germany, vor allem aber militärisch stramm deutsche Turnerriegen. Dagegen galt allen Deutschnationalen damals die aus England importierte volksfremde Fußlümmelei sowohl auf wie neben dem Platz als viel zu lässig und zu anarchisch. Kann man gerade die nächste Abbildung mal anschauen? Kann man das erkennen? Also oben, das ist so eine typische Turnerriege, gut sortiert, sauber, und unten ist jetzt leider ein bisschen unscharf, die lässig dahin sich fläzenden Fußballern. Und das war das Bild, was auch die Nationalsozialisten noch vom Fußball hatten. Also der Fußball, so wie wir ihn kennen, ist eigentlich erst in der Nachkriegszeit entstanden, aber da werde ich noch einiges zu sagen. Vielleicht noch das nächste Bild, auch in diesem Zusammenhang. Das ist eine Vereinsfeier aus den 30er Jahren des Judenclubs FC Bayern München. Auch sehr ungezwungen. Warum Judenclub? Ist das klar? Jetzt vor kurzem war, glaube ich, sogar eine Verfilmung der Geschichte, der frühen Geschichte von Bayern München. Genau, der musste dann auch exilieren, ist dann wieder zurückgekommen. Außerdem kannte Adolf Hitler dieses Spiel noch aus seiner österreichischen Jugend, und zwar ausgerechnet als der Lieblingssport der ihm so verhassten Kaffeehausliteraten und Intellektuellen. In Wien pflegte und zelebrierte man damals nämlich eine hochvirtuos ästhetische Fußballkunst. Kann man gerade das nächste Foto mal zeigen? Das war so in den 20er und dann eben Anfang 30er Jahre der vielleicht berühmteste Fußballer der Welt. Wer kennt den Namen? Das ist ein Brasilianer. Nee, ist ein Österreicher. Matthias Schindler. Kennt keiner. Ne? Gleich wird noch ein Name, ganz am Schluss des Vortrags wird noch ein Name auftauchen, den auch keiner kennt. Das hängt natürlich damit zusammen, dass es von den Fußballern keine Filmaufnahmen gibt. Aber das ist eine ganz interessante Figur. Der große Star der Zeit hieß Matthias Schindler. Spitzname der Papierene, der 1939 von den Nazis in den Selbstmord getrieben wurde und über den einer jener Kaffeehausliteraten als Nachruf ein Gedicht geschrieben hat. Da werde ich gerade mal ein paar Zeilen draus zitieren, von Friedrich Thorberg auf den Tod eines Fußballspielers. Da heißt es, er war ein Kind aus Favoriten, also dieser Stadtteil von Wien, und hieß Matthias Schindler. Er stand auf grünem Platz inmitten, weil er ein Mittelstürmer war. Er spielte Fußball wie kein Zweiter, er stak voll Witz und Fantasie, er spielte lässig, leicht und heiter, er spielte stets, er kämpfte nie. Es jubelte die hohe Warte, der Brater und das Stadion, wenn er den Gegner lächelnd narrte und zog im flinken Lauf davon. Bis eines Tages ein anderer Gegner ihm jählings in die Quere trat, ein fremd und furchtbar Überlegner, vor dem es nicht Regel gab noch Rat. Von einem einzigen harten Dritte fand sich der Spieler Schindler verstoßen aus des Planes Mitte, weil das die neue Ordnung war. Ein Weilchen stand er noch daneben, bevor er abging und nach Haus. Im Fußballspiel, ganz wie im Leben, war es mit der Wiener Schule aus. Er war gewohnt zu kombinieren und kombinierte manchen Tag. Sein Überblick ließ ihn erspüren, dass seine Chance im Gashahn lag. Das Tor, durch das er dann geschritten, lag stumm und dunkel ganz und gar. Er war ein Kind aus Favoriten und hieß Matthias Schindler. Aber nicht zuletzt und vor allem war das Fußballspiel den Nazis viel zu unkontrollierbar, sein Verlauf viel zu unberechenbar und deshalb auch der Sieg zu wenig planbar. Das musste Hitler höchstpersönlich erleben, kann man gerade das nächste? Persönlich erleben, als er zum ersten und zum letzten Mal ein Länderspiel besuchte, die Begegnung gegen Norwegen im Olympischen Fußballturnier von 1936 in Berlin ging vor seinen Augen verloren. Und der Gegentorschütze hieß Isaksen, ausgerechnet ein Jude also noch. Der Fußball war eben definitiv keine angemessene Leibesertüchtigung für Nazis. Und ich habe hier noch, bevor wir dann näher an die Jetztzeit herankommen, noch eine kleine Geschichte. Und zwar müssen wir jetzt ein oder zwei Bilder überspringen. Und dann kommt so eine Kneipe, genau. Das ist der Geburtsort des Fußballs.
Was wissen Sie eigentlich so über die Entstehung des Fußballs? Also wo kam der Fußball her und wann ungefähr ist er entstanden? In welchem Milieu? Also wenn man ganz weit zurückgeht, gibt es diesen Calcio, aber das ist schon kein moderner Fußball, das war eigentlich so eine Urform, der in Norditalien stattgefunden hat. Das ging dann also wirklich bis teilweise 17., 16. Jahrhundert, also die Urform. Und dann ging es eigentlich los in England und erstaunlicherweise gar nicht so, wie man es vermuten könnte, in den Arbeitermilieus, sondern eher in den feineren Colleges, also... Es war das eine Mutprobe für Studenten, also die Karriere machen wollten. In England Gentleman, auf dem Weg zum Gentleman musste man zuerst mal zeigen, dass man auch Härte hat. Und dann gab es so Mitte des 19. Jahrhunderts zwei Alternativen. Man hatte an den Universitäten einen Ballsport entwickelt, der also sehr unserem heutigen Rugby ähnelt. Und dann gab es am 26. Oktober 1863 in der Londoner Freemasons Tavern eine Sitzung, wo dann besprochen werden sollte, was denn jetzt in Zukunft an den Universitäten an Sport gelehrt werden soll oder angeboten werden soll. Und da ging es also um die Frage, to hack or not to hack. Also darf man den Gegner mit brachialer Gewalt umtreten? Oder muss man, wie beim Fußball, halt chirurgisch versuchen, eben den Ball abzuluxen. Und das war die Debatte. Also die harten Typen haben dann irgendwann den Saal verlassen, haben irgendwas von Weicheier wahrscheinlich gegrummelt und die Faust in der Tasche geballt. Und die Fußballfraktion ist dann auch drin geblieben und hat dann die Football Association gegründet. Und da ist das erste Regelwerk dann auch aufgestellt worden. Und was ich an dieser Stelle ganz witzig finde, Freemasons Tavern, was heißt das? Freimaurer. Genau, das war die Freimaurerkneipe. Und im Moment sind ja Verschwörungstheorien so en vogue, gerade unter Studenten. Ne? Und so die Illuminaten mit ihrer Zahl 23, die überall dahinter steckt und so. Und ich habe an der Uni in Koblenz ein Seminar über Fußballgeschichte gegeben und wusste, dass ein paar von den Studenten auf diesem Trip waren, überall so Illuminat 23 und so. Und Freimaurer, ne? Und da habe ich gedacht, wie kriege ich jetzt da die 23 rein? Und auf der Hinfahrt zum Seminar ist es mir dann plötzlich eingefallen. Wie viele Menschen befinden sich auf einem Fußballplatz? 2 mal 11 und ein Schiedsrichter. Kann das denn Zufall sein? Natürlich ist es Zufall, aber damals war die Mannschaftsgröße noch gar nicht festgelegt. So, also wie gesagt, eigentlich... sollte Fußball für Neonazis der falsche Sport sein, aber leider hat ihn diese Vorgeschichte nicht vor einer Vereinnahmung geschützt. Und das Kapitel, was ich jetzt behandeln werde, das heißt die Geburt des modernen Rechtsradikalen aus dem Humus der englischen Hooligan-Szene. Durch die Entwicklungsgeschichte des Rechtsextremismus seit Mitte der 70er Jahre zieht es sich gewissermaßen wie ein brauner Faden. Der Fußballfan war und ist als vielversprechende Zielgruppe stets im Fokus rechter Parteien und Aktivisten. Doch dazu bedurfte es zunächst einmal einer Revolution in der Welt des Fußballs. Kann man gerade das nächste mal sehen? 1963, fast auf den Tag genau 100 Jahre nach jener Grundsteinlegung des Fußballs in der Freemasons Tavern, ereignete sich an der Anfield Road in Liverpool etwas geradezu Unglaubliches. Die Fans erhoben plötzlich ihre testosterongesättigten Jungmännerstimmen und die Kurve wurde zum Chor. Also keiner konnte sich das erklären. Also alles hätte man diesen harten Jungs zugetraut, aber nicht, dass die plötzlich anfangen zu singen. Heute ist es selbstverständlich im Stadion. Damals die Journalisten waren völlig ratlos. Was machen die in Liverpool? Diese härtesten der Harten fangen an zu singen, voller Inbrunst. Wie ist es dazu gekommen? Also es geht direkt um das Lied aller Fußballfans, das einzige vereinsübergreifende Lied in der Fußballszene überhaupt, da steht es auf dem Schal. Und zwar war es damals üblich, in England vor den Spielen, einfach um die Fans so ein bisschen zu beruhigen, die aktuelle Hitparade laufen zu lassen. Das war, wir befinden uns im Jahr 1963. Und da war in der Hitparade ein Song von der Band, Liverpooler Band Gary and the Pacemakers.
Und zwar eben You'll Never Walk Alone. Und die Fans haben angefangen, einfach so mitzusingen, so nebenbei, und waren dann so begeistert von sich und von diesem Gänsehaut-Feeling, dass sie gesagt haben, das ist ja irre. Und das haben die dann immer wieder gemacht und haben dann quasi die ganze Hitparade durchforstet nach Songs, die gepasst haben. Also zieht den Bayern die Lederhosen aus, ist Yellow Submarine zum Beispiel. Also wenn man dann guckt, so aus dieser Zeit stammen unheimlich viele die Lieder, die heute auch noch gesungen werden. Und das die Vorgeschichte, um das jetzt nicht zu weit ausufern zu lassen, die gab es allerdings jedes Jahr beim Pokalfinale im Wembley-Stadion. Da war man natürlich auch immer auf Fankrawalle vorbereitet. Und deshalb begann dort die ganze Zeremonie mit einem sakralen Lied, Abide With Me. Ist so eine Hymne, religiös-pietistische Geschichte. Und die wurde immer vorm Pokalfinale gespielt oder live gesungen, meistens von irgendeinem Opernstar oder so. Und das fanden die Fans auch schon sehr anrührend. Und plötzlich merkten die eben in Liverpool, das kann man sogar selber erzeugen, diese Atmosphäre. Und dieses Schlüsselerlebnis, dass plötzlich diese Musik in die Stadien kam, änderte die Atmosphäre des Fußballs völlig und schuf letztlich auch als dunkle Kehrseite den Humus, auf den dann eben auch Neonazis aufsatteln konnten, die ja so bewegte Massen brauchen. Und wir können gerade mal ein Video uns anschauen, lassen wir ruhig mal so 2 Minuten laufen, wo man einfach diese Atmosphäre, dass man die mal so ein bisschen, bis ganz unten Video, noch weiter. Da kommt ein Video. In der Barocklaun, genau hier oben. Ganz? Ja. Das Lied hat eigentlich mit Fußball gar nichts zu tun. Das stammt aus einem Broadway-Musical aus den USA, wurde eingesungen zuerst von Louis Armstrong, Frank Sinatra, Mahalia Jackson und handelt eigentlich von dem liebeskranken Rummelplatz Romeo, der also seinen Liebeskummer da überwinden will und sein Freund sagt ihm dann, komm, you never walk alone und so. Und jetzt singen die Fußballfans eben von dem Gesang der silbernen Lerche. Aber die wissen, glaube ich, gar nicht so was. Dass auch der Fußball plötzlich einen zeitgemäßen Soundtrack bekommen hatte, das war ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Jugend nun auch im Stadion, wie fast überall in der Gesellschaft, die Regie übernahm, also Mitte der 60er Jahre. Jetzt gerade die nächste Abbildung, so sahen noch in den 50er Jahren die typischen Fußballplatzbesucher aus. Das ist Fritz Walter und dahinter eben die Väter mit Mantel und Hut und dann so ein paar Söhne, die eben noch dabei sein durften. Eine völlig, völlig andere Atmosphäre. Und das hatte eben noch nichts zu tun mit, da war eben quasi so, ja, höchstens mal so Stammtisch-Atmosphäre, aber nichts von Jugendkultur oder von Subkultur-Aura. Darf und dann, ich da mal was fragen? Ja. Da fällt mir ja was auch mit dem Wort Fußlümmel. Ich hatte das eben so verstanden, dass das durch die Nazis geprägt ist. Nein, das ist noch früher gewesen. Ach, die so. Turner, also noch in der Vor-Nazi-Zeit, hatten die Turner sich eben gegen diesen Import aus England gewehrt und haben dann so eine Streitschrift wieder die Fußlümmelei in Deutschland. So, das haben aber die Nazis quasi ideologisch durchaus übernommen. Ne? Ach so, weil ja, dann wäre das ja ideologisch gewesen, aber wenn das vorher entstanden ist. Nee, das ist hier ein, jetzt meine ich, das ist hier. Nee, das ist ein Begriff so aus Mitte des 19. Jahrhunderts schon. Ah, okay. Da nun aber die gerade amtierende Jugendbewegung, die Hippies und die 68er nämlich dem Fußball als dem vermeintlichen Tummelplatz Tumber Spießer nur wenig abgewinnen konnten, dauert es noch ein paar Jahre, ehe deren Nachfolger und erklärten Widersacher, die Punks und die Skinheads, damals noch in trauter Eintracht, die Fußballplätze stürmten und fortan das Bild prägten.
passte dieser Sport doch geradezu perfekt in den von ihnen gepflegten Working-Class-Kult. Jetzt habe ich ein Foto gerade, Kontrast dazu. Das sind so ein paar Skinhead-Hooligans von Chelsea London, auch so aus Ende der 60er Jahre. Da fand ich immer ganz witzig, also die Chelsea-Hooligans, die waren schon sehr, sehr früh bekannt für ihre vor allem antisemitische Einstellung. Und die mussten natürlich schlucken, dass ausgerechnet ihr Verein dann von einem russisch-jüdischen Oligarchen namens Roman Abramowitsch geschluckt wurde. Aber der Erfolg hat sie dann sehr schnell besänftigt. Musikalisch angedockt an die Hooligan-Szene hatten zuerst vor allem unpolitische Oi-Punk-Bands wie die Cockney Rejects oder The Addicts. Und sie vertonten den Fußball in einer ganz besonderen Mischung aus aggressivem Pogo und hymnisch-melancholischen Balladen. Eine Mischung, die später dann ja auch die Klänge der Neonazis prägen sollten. Man kann gerade das Video zweimal anspielen. Das sind die Addicts, also eine frühe Punk-Hooligan-Band und deren Version von You'll Never Walk Alone. Wo haben wir es denn? Nee. Never Walk, das ist Addicts da drüber. Genau. Oh. Ist ein anderes Format, oder kommen keine Bilder. Das ist nicht so wichtig. Ist egal. Sollte eigentlich ein kleines Filmchen dabei sein. Jetzt hatten wir also, bevor wir jetzt halt an die auf die Okkupation dann eben durch die Rechten kommen, noch eine kleine Anmerkung zu diesem Humus. Also ich sage immer, in der Seele des Fußballfans wohnen zwei Seelen, nämlich der Hooligan und die Heulsuse. Also ich sehe das auch immer, wenn ich im Stadion, wenn ich mal in Köln war oder so, wo dann eigentlich wollen die lieber verlieren als siegen. Und es gibt dieses berühmte Buch von Nick Hornby, ein alter Punk, Ballfieber, Fieberpitch. Und er schreibt also darüber, ich erinnere mich an die überwältigende Männlichkeit, verdorbene Sprache, Worte, die ich zwar schon gehört hatte, aber nicht in dieser Lautstärke. Es war aber nicht der Umfang der Zuschauermenge oder dass Erwachsene das Wort Wichser so laut sie wollten schreien konnten, was mich am stärksten beeindruckte, sondern wie sehr die meisten Männer um mich herum es hassten, wirklich hassten, hier zu sein. Im Stadion, ne? Soweit ich das beurteilen konnte, schien keiner irgendetwas von dem, was während des gesamten Nachmittags geschah, auf die Art zu genießen, wie ich das Wort verstand. Der natürliche Grundzustand des Fußballfans ist bittere Enttäuschung. Egal wie es steht, sich zu amüsieren, indem man leidet, war für mich ein vollkommen neuer Gedanke. Warum war ich so ernsthaft? Sonst war ich überall noch ein Kind. Die simple Wahrheit ist, dass Besessenheit eben nicht lustig ist. Und das Besessene nicht lachen. Ich wollte beim Fußball einfach keinen Spaß haben. Ich hatte überall sonst Spaß und es hing mir zum Halse raus. Was ich mehr als alles andere brauchte, war ein Ort, an dem ziellose Unglückseligkeit gedeihen konnte. Ein Ort, an dem ich still sein, mir Sorgen machen und den Kopf hängen lassen konnte. Ich war melancholisch und wenn ich meinem Team zuschaute, konnte ich die Melancholie auspacken und ihr etwas Auslauf verschaffen. Die Hauptsache ist, dass du einen Glauben hast. Dahinter steckt auch das Phänomen der Pseudo-Zugehörigkeit. Um eine Art von akzeptabler Identität zu erzeugen. Also auch damit operieren ja die Neonazis, also mit diesem, oder haben die Nazis schon operiert, nicht nur mit diesem martialisch-aggressiven Pathos, sondern auch diese Melancholie, die ganze Welt hat sich gegen uns verschworen und so dieses, ne, dieses Weinerliche, was auch Mussolini so perfekt drauf hatte. Und auch das gedeiht halt durchaus in diesem Fußball-Hooligan-Milieu, und das haben die Neonazis eben irgendwann mal gemerkt. In den 60er Jahren änderte sich also ganz entscheidend die Aura des Fußballs. Es entstand jenes Massenspektakel mit seinen ebenso mitreißenden und im positiven Sinne beeindruckenden Kräften, wie aber eben auch seiner bedrohlichen und gefährlichen Kehrseite. Mitte der 70er Jahre spaltete sich dann die Skinhead-Bewegung und ein Teil, leider der Schlagzeilenträchtigste, driftete ab nach rechts außen und darunter eben auch viele Hooligans. Jetzt ist die nächste Abbildung gerade. Der entscheidende Rädelsführer war Ian Stuart Donaldson, der Kopf der Band Screwdriver, Menu-Fan und ein einschlägig bekannter neofaschistischer Aktivist. Und da können wir gerade mal ein Stück von Screwdriver hören, das wäre dann die erste Musik. One power, two, three, four!
Und die Rechtsextremisten testeten damals aus, wie leicht sich das immanente Aggressionspotenzial einer Hooligan-Truppe auch gegen andere, in Anführungszeichen Feinde, als die gegnerischen Fans richten und politisch instrumentalisieren ließ. Gegen Pakistaner etwa, die damals als auffälligste Migrantengruppe in den Fokus der Rechten geraten waren, oder gegen Linke, und sogar gegen die eigenen schwarzen Wurzeln, die Vorbilder der Skin-Bewegung, gegen Einwanderer aus Jamaika. Ich weiß gar nicht, ob das bekannt ist. Wir können gerade mal die erste Skinhead-Hymne hören. Skinhead Moonstump. Das ist so eine der Ironien der Geschichte, dass ausgerechnet die Skinheads, also das ist die erste Skinhead-Hymne von 1969. Okay, das reicht. Also die Wurzeln der Skin-Bewegung in den 60er Jahren reichen eigentlich bis in die schwärzeste Musik, die sich denken lässt. Also was wir gerade gehört haben, wie gesagt, die erste Skinhead-Hymne. Das Timbre der Stimme des Sängers deutet darauf hin, dass, sagen wir mal, der Pigmentanteil in der Epidermis so hoch war, dass es mit einem Aria-Nachweis sehr schwierig geworden wäre, also ein Sänger aus Jamaika. Und das ist, wie gesagt, für mich hat man eine Sendung gemacht im Südwestfunk über die Geschichte der Skinheads, die habe ich dann genannt, die Hirnrisse auf dem Weg nach rechts. Denn eigentlich waren die Skins, wenn man so will, die erste funktionierende multikulturelle Jugendszene überhaupt. Und dass ausgerechnet die dann später zum Inbegriff von Faschisten und Rechtsextremisten wurden, das ist wirklich schon eine Absurdität. Und Screwdriver, also Ian Stuart Donaldson, waren eben eigentlich der Rädelsführer, der dafür gesorgt hat, dass eben der leider entscheidende Teil der Skin-Bewegung dann nach rechts außen abdriftete. Und wie gesagt, er hat innerhalb dieses Hooligan-Milieus seine Mitläufer gesucht und gefunden und hat die dann eben auch positioniert eben gegen Farbige in England, gegen Linke, gegen alle Feinde der Rechten. Und der gewalttätige Erfolg gab ihm leider bald recht. Sein offenbares Faible für Massenekstasen einerseits und sein Biotop, gesättigt aus Ritual, Aggression, Freund-Feind-Denken, Machismo und Stammesbrüderschaft, erschien Donaldson und seinen Kameraden offenbar als hinreichender Beweis dafür, dass ein Hooligan weltanschaulich anfällig sein musste. Und in diesem Schutzraum versuchen seit der Neonazis dann die Ideale der Fußballwelt, also Identifikation, Loyalität, Team, Chorgeist, Kameradschaft etc., auf das ideologische Feld, auf Volk und Vaterland zu übertragen, beziehungsweise gegen die jeweils wohlfeinen Feindbilder zu instrumentalisieren. Schon bald, seit Beginn der 80er Jahre, setzte die extreme Rechte dann auch hierzulande einerseits auf Skinhead-Rock und andererseits auf die emotionsbereiten Massen in den Fankurven. Und die erste einschlägige Fascho-Rockband, das waren nun einmal die unvermeidlichen bösen Onkels aus Frankfurt. Und einige ihrer frühen Hits waren eben nicht zufällig Fußballlieder. Kann man gerade mal reinhören. Ein paar. Ja. Denn in diesem Jahr ist Fußball hier. In jeder Stadt, in dir und mir. Das war jetzt also keins von den uralten Liedern, sondern 2006 hatten sich die Onkels nochmal unter einem anderen Namen, nämlich North End All Stars, nochmal zusammengetan und haben dann zur Fußball-WM noch einen Song halt geliefert. Was ein Glücksfall war, und zwar im letzten Jahr bei der WM, das war, dass die Medien während der Weltmeisterschaft eben ihren Fokus auf den Fußball gerichtet hatten, dass das Comeback der Onkels, Gott sei Dank, nicht groß Wellen schlug. Hat man das mitbekommen? Man kann gerade mal das Foto zeigen. Und zwar Onkels Hockenheim.
Und zwar während der WM haben die bösen Onkels zwei Konzerte am Hockenheimring veranstaltet, Comeback-Konzerte mit jeweils 100.000 Zuhörern. Und bei dem zweiten Konzert haben sie dann gleichzeitig noch ein Public Viewing ihres eigenen Konzerts kombiniert mit dem damals gerade laufenden Spiel Deutschland-Ghana im Frankfurter Stadion gehabt. Also wenn die Medien darauf groß eingestiegen wären, dann hätte das durchaus Wellen schlagen können. Aber das hat von ihnen niemand mitbekommen. Ja? Ich hatte das schon mitbekommen. Ja, ja. Sie haben ja auch schon 2013, glaube ich, auch dasselbe Spielchen in der Hockenheim veranstaltet. Hm. Ja, aber nicht, nee. 14 war, glaube ich, das erste. Nee, 13 schon mal. So. Jetzt können wir einfach mal einen Schnelldurchgang machen, was so in der klassischen Rechtsrock-Szene so an Fußballbands existiert, aber das ist alles nur so zum Anreichen. Störkraft kann man gerade mal die Musik vielleicht hören, dann Sturmgesang. So. So, dann. Thorsten Lemmer, ist der noch ein Begriff? Einer der Funktionäre der Rechten so in den 90er Jahren, der jetzt aber versucht, so ein bisschen im Rechtspopulismus aktiv zu werden. Der hat damals, war er Manager von Störkraft und hat dann zur Weltmeisterschaft 94, das ist er, also links ist Lemmer und rechts im Zweifel Störkraft. Und die haben damals einen sehr dilettantischen Song aufgenommen, Weltmeister 94, können wir gerade mal reinhören. Glöker, genau. Deutschland, der Sieger sei. Deutschland, Deutschland. Für dich werden wir scheinen, Deutschland, wieder der Sieger sein, Deutschland. Deutscher Gesang. Ich habe das Beispiel deshalb rausgeholt, weil da war ein junges Mädel damals in diesem Dunstkreis unterwegs, was heute leider auch wieder oder immer noch aktiv ist, nämlich die Melanie Dittmer, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen im Zusammenhang mit Pegida und Ablegern. So, natürlich war es unvermeidlich, dass die Rechte auch versuchten, das schwarz-rot-goldene Sommermärchen 2006 für ihre Propaganda zu nutzen. Bei der EM 2004 in Portugal begonnen und bei der WM in Deutschland schließlich vollendet, war es gelungen, das für diese Turniere sinnstiftende Nationale ins folkloristische und Public Viewing kompatible umzudeuten, mit Autofähnchen und Schminke neu zu justieren. Aber das reichte der NPD natürlich nicht. Wir können gerade mal so ein NPD-Plakat. Genau, das war 2010 dann. Ronny Plaschke zitiert in seinem Buch Angriff von rechts außen dazu, einen NPD-Funktionär, den Klaus Bayer, der meinte, man solle die Nationalmannschaft doch umbenennen in BRD-Mannschaft mit Migrationshintergrund und dann fortfährt, wir wünschen uns einen Wettstreit der Nationen, einen Wettstreit der Völker, das wollen einige nicht verstehen. Ich möchte Franzosen auf dem Platz sehen, Spanier, Nigerianer, Japaner oder eben Deutsche. Mesut Özil bezeichnet er als Plastedeutschen, der seine Staatsangehörigkeit nur einem Stück Plastik zu verdanken habe. Dazu kann ich nur sagen, das waren noch Zeiten, als unsere Stars noch Kuzorra, Czepan, Tilkowski hießen und nicht Podolski oder Klose. Spielt Safet Babic eigentlich Fußball? Aber es können eben nicht alle so blond, blauäugig und hünenhaft sein wie Adolf Hitler. Ne? Das ist vielleicht mit diesen Namen so auch aus der 54er Mannschaft und in diesem Umfeld, also da waren bestimmt ein Drittel
waren eben ehemalige Einwanderer aus Polen. Und die Integration der eingewanderten Polen Anfang des 20. Jahrhunderts ins Ruhrgebiet ist eigentlich die Erfolgsgeschichte für mich überhaupt. Ja. Das ist übrigens, also ich komme aus der Ecke, das ist nur ganz kurz, das ist neulich ein Buch erschienen, von Kulturer bis Lüthien heißt es, glaube ich. Ja, ja. Das war nicht plötzlich herausgegeben worden, da geht es genau um. Ja, weil das ist einfach eine Sache, die so offensichtlich ist. Also wenn man da sich ein bisschen mal mit beschäftigt. Die Geschichte war, dass damals im Ruhrgebiet Arbeitskräfte gebraucht wurden und man lockte eben Gastarbeiter, in Anführungszeichen vor allem aus Polen. Und die kamen und wurden hier natürlich genauso empfangen wie dann später die türkischen und italienischen Gastarbeiter, nämlich wenig freundlich. Und eben mit dem Hinweis, gut, ihr könnt jetzt hier mal lochen und dann so in 2-3 Jahren aber wieder nach Hause, weil ihr kommt hier, ihr werdet euch nie integrieren. Der Pole tickt völlig anders und ne, ist zwar auch irgendwie katholisch, aber auch wieder anders katholisch und so. Und dass ausgerechnet die nächste oder übernächste Generation dieser Einwanderer aus Polen dann quasi zum Inbegriff des Ruhrgebietsdeutschen wurden. Also wenn man heute fragt, wie heißt denn ein typischer Deutscher auf dem Ruhrgebiet? Das ist halt Kowalski, Schimanski, Schibulski, Koslowski. Das ist schon eine wirkliche Pointe der Geschichte. Und das sollten wir immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und da wir gerade bei Pointen sind, will ich an der Stelle, wo die NPD eben ihr Deutschtum und ihre deutsche Kultur so plakativ dann aufhängt, möchte ich noch ein kleines. Ich bin Musiksoziologe von Hause aus und deshalb will ich mir dieses Beispiel nicht verkneifen. Können wir gerade mal Jutro Rano hören? Da, genau. Was war das? Was war das für eine Melodie? War das unsere Nationalhymne? Ja? Das ist das Original. Wer hat denn die deutsche Nationalhymne geschrieben oder komponiert? Der Text und die Musik? Josef Haydn. Das ist schon mal in Österreich, aber das geht ja noch. Und das war ursprünglich eigentlich eine Hymne für den österreichischen Kaiser, Gott erhalte Franz den Kaiser. Ich bin aber immer, wenn es um die deutsche Nationalhymne ging, auf eine Fußnote gestoßen, dass Josef Haydn diese Melodie gar nicht selber komponiert und erfunden hat, sondern geklaut. Und zwar aus einem Stück Volksmusik. Und ich habe mich immer mal auf die Suche gemacht nach dem Original. Und es hat lange gedauert, bis ich das gefunden habe. Und ich habe gedacht, wenn man das dann hat, dann wird man gewisse Ähnlichkeiten feststellen und mit musikwissenschaftlicher Raffinesse so ein bisschen, aber dass es fast identisch ist, hätte ich nicht gedacht. Das ist eine kroatische Ballade. Also unsere Nationalhymne ist ein kroatisches Liebeslied und beginnt so wie ein Blues. I woke up this morning und Frau ist halt fort oder so, ne? Und als ich das Ding neu hatte, dann habe ich das bei einer Veranstaltung, auch zum Thema Rechtsextremismus natürlich mal vorgespielt, so vor dem Vortrag, weil ich wusste, in der ersten Reihe sitzt der NPD-Landesvorstand von Hessen, also Zutt und Konsorten. Und ich habe das dann laufen lassen, ohne Kommentar, und dann ist er aufgestanden und hat sich dann im Namen des deutschen Volkes beschwert, dass man hier also unsere Nationalhymne in so einer albernen Parodie... Dann habe ich ihn aufgeklärt über die wahren Hintergründe. Und als dann ein paar Minuten später bei einem seiner Kameraden das Handy klingelte, natürlich genau mit der Melodie, habe ich ihn für seinen exotischen Musikgeschmack beglückwünscht. Ich hätte sie gar nicht für einen Liebhaber kroatischer Balladen gehalten. So. Jetzt kommen wir zu Hogesa, wobei man sagen muss, die sind sich bestimmt wieder am Formieren. Also die haben ja dann am 24. oder so ihren
Jahrestag und werden sich wahrscheinlich nicht gegen Salafisten formieren, sondern ich nehme an, eher gegen Migranten. Und da muss man mal gucken. Ja. Ist ja nahezu klar, dass da was kommt. Und diese Vermischung zwischen Hogesa und Pegida, die werde ich gerade mal so an ein paar Personen halt offenlegen. Da müssen wir gar nicht so ins Detail gehen. Also zu den Machern, die schon länger aktiv sind in der rechten Szene, kann man gerade mal Wagner Hehl, genau. Sascha Wagner ist wahrscheinlich hier auch noch ein Begriff. Ne? Also der agiert, glaube ich, noch diesseits des Horizonts, ne? Von hier aus gesehen. So. Und hat jetzt Sagesa ins Leben gerufen und Sagida. Und das ist eigentlich einer von denen gewesen, der es damals geschafft hat, der NPD in den 90er Jahren die Skinhead-Rockmusik nahezulegen, weil die alten Kameraden haben damals natürlich gesagt, jetzt kämpfen wir seit 50 Jahren gegen diese amerikanische Unkultur-Rockmusik und jetzt sollen ausgerechnet wir diese Musik akzeptieren. Hatten, haben sie ja völlig recht gehabt, aber der Erfolg von Wagner, Hehl und ein paar anderen gab leider dieser neuen Strategie recht und dann knirschten die alten Herren irgendwann nur noch mit den Zähnen, falls sie noch welche hatten. Und diese neue, modernisierte Variante des Neonazis, mit der wir es heute zu tun haben, ist dann eben entstanden. So, der zweite, Christian Hehl, der in Mannheim agiert, das ist so dieses also wenn man diese Figuren sieht, muss man natürlich dazu auch immer sagen, wir haben ein Riesenglück, dass wir es mit solchen Knalltüten zu tun haben. Weil in allen vergleichbaren Ländern um uns herum hat der Rechtsextremismus und Rechtspopulismus natürlich schon ganz anderes Personal. Also medienkompatible Typen wie Wilders oder Jörg Haider, eben das große Vorbild damals. Und wir haben es immer noch mit diesen Leuten zu tun. Und das ist wirklich ein Glücksfall. Also wenn Sarrazin so ein smarter Typ gewesen wäre, dann hätten wir das Problem schon. Ja. Aber das steht uns noch bevor. Und jetzt, je nachdem, wie diese Migrationsdebatte in den nächsten Monaten läuft, könnte sein, dass da so ein Rattenfänger auftaucht. Aber der wird nicht aus dem NPD-Milieu kommen. So, der dritte in diesem Bunde ist dann der Bosen Sigi, SS-Sigi, der immer sagt, die Medien nennen ihn SS-Sigi, er nennt sich natürlich SA-Sigi, weil er eben nicht diese elitäre, sondern eben so Arbeiter-Aura verbreiten will. So, und jetzt können wir mal Hogesa, da treffen wir nämlich wieder. Und das sind jetzt einfach nur so ein paar Embleme von rechten Fußball. Das kennen Sie ja besser als ich. So. Und jetzt müsste gleich Hogesa, genau. Und das ist für die heutige Neonazi-Szene eben ein ganz typisches Bild. Das war also Sigi Borchardt bei Hogesa in Köln. Und da ist jetzt im Grunde das ganze typische Arsenal der heutigen Neonazis versammelt. Also da hat sich ja einiges getan so in den letzten 10, 15 Jahren. Also mittlerweile gibt es eben auch bei Neonazis den schwarzen Block. Es laufen natürlich immer noch die Glatzen und die Gescheitelten darum, aber auch ganz normale Stinos. Also das ist so heute eigentlich auf einen Blick so das Sortiment, was heute bei Neonazi-Demos auftaucht. Die erste Hogesa-Aktion fand übrigens schon am 8. Februar 2014 in Mönchengladbach statt, als rechte Hooligans eine Veranstaltung der ziemlich deutschen, in Anführungszeichen, Salafisten Pierre Vogel und Sven Lau stürmten. Kurz darauf organisierte Christian Hehl dann, wohl inspiriert davon, eine ähnliche Aktion in Mannheim. Erst in Köln aber gelang ihnen dann der ganz große Aufmarsch. Also die waren selber völlig verblüfft von der Dimension, die das angenommen hatte. Und das war im Grunde so ein Facebook-Phänomen. Also die haben beim besten Willen nicht damit gerechnet, dass da 5000 Leute kommen. Und das war eben so eine soziale Netzwerkgeschichte, die halt kulminiert ist. Ne? Die hatten zwar sehr viele Follower dann, aber dass die tatsächlich alle dahin kamen, das war völlig unerwartet. Und vor Ort waren dann auch einschlägige Musikanten, also die Band Kategorie C, also so die einschlägige rechte Fußball-Hooligan-Band. Aber auch der Berliner Nazi-Rapper Vilein 051, der sich in Köln zusammengetan hatte mit der NPD-Sängerin Karin Mund und deren Band Wut aus Liebe. Da können wir gerade mal das Stück hören. Das ist, glaube ich, auch als Video da.
Da, Wilhelm, da müsste da mal hin. Die neurechte intellektuellen Presse war völlig überrascht von der Dimension, jubelte und warf alle rhetorischen Skrupel über Bord, sogar die junge Freiheit. Sie schrieb unter der Überschrift »Zweck huligt die Mittel«. So etwas hat man nicht nur in Köln noch nie gesehen. Tausende demonstrieren gegen Salafisten und Islamisierung, während ein kleines Häufchen linker Gegendemonstranten samt den sonst gern so militant und aggressiv anstürmenden Antifa-Linksextremisten respektvoll auf Distanz bleibt und die angesprochenen Muslimfanatiker sich gar nicht erst blicken lassen. Wo sonst eher nach Dutzenden zu zählende Angehörige rechter Kleinparteien, Gruppen oder Initiativen unter massivem Polizeischutz ihre Transparente trotzig gegen einen vielfach größeren linksextrem islamistischen Mob hochhalten, hat die Hogesa-Kundgebung die Zahlenverhältnisse auf den Kopf gestellt und die medial-politische Klasse in beträchtliche Nervosität versetzt. Da schwingt die unausgesprochene Befürchtung mit, ein neuer Akteur könnte die Bühne betreten, der das etablierte Verschweige- und Verharmlosungskartell gegenüber der Unterwanderung von Staat und Gesellschaft durch Islam und Islamisten aus dem Gleichgewicht bringt. Das einheimische Weiße sich auch handgreiflich gegen den geistigen Enteignung ihres Landes durch Islamisierung und Multikulturalisierung wehren könnten, hatte die politisch-mediale Klasse, die ihre Diskurshegemonie auf Schuldkomplexen und Denkverboten errichtet hat, bisher nicht auf der Rechnung. Es wird sich weisen, ob die Kölner Großkundgebung Auftakt zur Etablierung einer anwachsenden Protestbewegung war oder Strohfeuer bleibt. Anders als islamkritische Kleinparteien hat die Bewegung Hogesa durchaus Bürgerkriegspotenzial. Nun wurde Hogesa ja, wie wir wissen, kurz darauf durch die gleichgerichtete Pegida-Demonstration medial überschattet und teilweise geschluckt, wobei man allerdings auch sagen könnte, im Blick auf Pegida und seine Ableger, desto hooliganferner, umso mehrheitsfähiger und gefährlicher. Zwischen beiden Bewegungen bestehen jedenfalls zahlreiche und engste personelle Überschneidungen. Tom Ballasch und Achim Exner gehören zum inneren Zirkel der Dresdner Hooligan-Szene. Letzterer war früher Sicherheitschef von Dynamo Dresden und ein anderer Fan, Siegfried Däbritz, ist und war dann Sicherheitschef von Pegida und ist mittlerweile, soweit man weiß, AfD-Mitglied. Die involvierten Hooligan-Truppen hießen Faust des Ostens und Hooligans Elbflorenz und die Pegida-Märsche gingen und gingen ja auch wohl nicht zufällig zuerst immer rund um das Dynamo-Stadion. Der Leipziger Ableger Legida wird organisiert von den Lok Leipzig-Hooligans Marco Braga und Silvio Rösler. Letztere ist auch zumindest Facebook befreundet mit Däbritz und gegen Rösler läuft oder lief 2014 ein Ermittlungsverfahren wegen Menschenhandels. Ihm wurde vorgeworfen, gewerbsmäßig Frauen aus der Dominikanischen Republik nach Deutschland einzuschleusen und diese der Prostitution zuzuführen. Und bei Sagida und Sagesa finden wir dann eben wieder unseren Sascha Wagner. Nun hat sich Hogesa ja mittlerweile gespalten, also es ging ums Geld, weil die haben auch wieder völlig vom ökonomischen Erfolg überrascht, Unmengen von diesen T-Shirts verkauft und haben sich dann eben über die Verteilung des Geldes so zerstritten, dass es jetzt eine zweite Gruppierung gibt, nämlich Gemeinsam Stark Deutschland, GSD. Das Vorbild für Hogesa kam ebenfalls aus dem Mutterland des Fußballs, wo sich 2009 die English Defence League gegründet hatte, ein vereinsübergreifender Zusammenschluss rechter Hooligans mit ebenfalls anti-islamistischer Zielrichtung. So, das nächste Kapitel sind jetzt rechte Turniere. Neben dem Eindringen in das Umfeld des großen Fußballs versucht die Neonazi-Subkultur auch immer wieder vor Ort in bescheidenem Rahmen selbst Sportveranstaltungen für den harten Kern zu organisieren.
In den neuen Bundesländern, wo die Rechte eine ganz andere Präsenz erlangt hat, sind solche Events leider längst alltäglich. So alltäglich, dass sie vor Ort kaum noch der Rede wert sind. Etwa die alljährlichen Rudolf-Hess-Turniere. Ich habe hier aber ein Beispiel aus Nordrhein-Westfalen. Das ist schon ein paar Jahre her, können wir gerade mal ein Video. Und zwar ist das ein NPD-Turnier gewesen in Düren. Fußballturnier. Ja, ich habe es ein. Manchmal funktioniert eins nicht, aber dann. Ja, okay. Dieser Slogan Volksgemeinschaft statt Konsumgesellschaft, also dieser Antikapitalismus, den hat die Rechte so in den letzten 10 Jahren ungefähr ganz oben auf ihre Fahnen und ihre Agenda geschrieben.
Es kann sein, dass das jetzt wieder ein bisschen kippt, also durch diese Flüchtlingskrise, dass die jetzt wieder diese Ausländerfeindlichkeit wieder so ein bisschen als Hauptmarkenzeichen etablieren. Aber es war eine lange Zeit so, dass die versucht haben, sich quasi als die Vorkämpfer der Hartz-IV-Deklassierten versuchten zu positionieren. Und das ist mir das erste Mal so richtig klar geworden. Da gab es in Kaiserslautern mal eine NPD-Veranstaltung, da habe ich ein Foto gesehen. Und da war hinter dem Rednerpult, also auf der Bühne, nur eine rote Fahne. Und da stand drauf antiimperialistischer Kampf. Und darunter NPD. Das heißt, 10 Jahre vorher hätte da noch DKP drunter gestanden. Und die wollten damals von so ein paar Funktionären halt angeleitet, einfach mal gucken, wie weit kann man dieses linke, eigentlich linke Thema nach rechts rücken. Und haben dann ganz bewusst auf Antikapitalismus gesetzt. Machen es natürlich immer noch. Und auch im Fußball. Und zwar gibt es diesen einen Fall, den jeder kennt, nämlich der Widerstand der Fans in Leipzig gegen die Okkupation ihres Vereins durch Red Bull. Und hinter diesen ersten Aktivisten, die da Stellung gegen bezogen haben, steckten eben Neonazis aus Dresden. Das sind nämlich die, die jetzt auch bei Pegida als Redelsführer aktiv sind, nämlich Rösler und Prager. Also einfach mal der Fall Lok gegen Red Bull Leipzig. Als der Brausekonzern Red Bull sich 2008 eine Leipziger Fußballmannschaft kaufte, wehrten sich einige der alten Fans und gründeten die Traditionsmarke 1. FC Lok Leipzig einfach neu. In eigener Regie und tatkräftig unterstützt von Rechtsextremisten. In seinem Buch Angriff von rechts außen zitiert Ronny Blaschke dazu den damals amtierenden Bundesvorsitzenden der NPD, Holger Apfel. Da spare ich mir jetzt irgendwelche Bemerkungen, die zu den unser heutiger Besuch, sagt Apfel, beim Lokalderby Lok Leipzig gegen FC Sachsen Leipzig soll vor allem ein Bekenntnis zur sächsischen Fußballkultur und den sächsischen Traditionsvereinen sein. Dieses Zeichen ist mir besonders wichtig angesichts des Einstiegs des Getränkeherstellers Red Bull und den Eintrag von RB Leipzig ins Vereinsregister. Denn der Einstieg von Red Bull wird in den kommenden Jahren unter Umständen gravierende Auswirkungen auf den Fußballsport im Freistaat haben. Wir werben dafür, dass es in Sachsen auch künftig nicht nur durchkommerzialisierten Retortenfußball gibt, bei dem die Fans nur noch zu einer identitätslosen Masse von Konsumenten degradiert werden. Es geht mir darum, die NPD in der Mitte der Gesellschaft zu etablieren. Da ist Dynamo Dresden ein gutes Beispiel, auch Erzgebirge Aue oder Lokomotive Leipzig. Das sind Vereine mit einem großen Potenzial, mit großer Akzeptanz im Volk, deren Anhänger versuchen wir an die Partei heranzuführen. Natürlich ist mir wie vielen Fans zuwider, dass nur noch 45% der eingesetzten Fußballspieler Deutsche sind, aber auch die Kritik der Fans an der Kommerzialisierung des Fußballs passt gut mit unserer Globalisierungskritik zusammen. Das ist jetzt zuletzt auch nochmal für mich ganz virulent geworden, also diese Vermischung von linken und rechten Positionen, als es diese Montagsdemos gab. Hier in Trier war das ja auch, ne? Also von Jürgen Elsässer organisiert und mit dem bewussten Versuch, eine Querfront zu schaffen, also linke und rechte Extreme quasi zusammenzuführen, indem man quasi die gleichen Diagnosen stellt, nämlich Antikapitalismus gegen das Großkapital, gegen Börsenübermacht, was auch immer. Und dass man dahinter eben verdeckt, dass aber die rechten Lösungen eben völlig andere sind wie die linken. Also dass man quasi diese Angriffsstellung von links und rechts parallel schaltet, weil es sind meistens die gleichen Feindbilder, ne? Dass man aber nicht sagt, dass eben die Rechten das mit nationalistischen, rückwärtsgewandten Ideen wieder regulieren wollen und die Linken eben andere Vorstellungen haben. Und das hat die NPD damals eben auch immer wieder versucht, indem sie gesagt hat, wir sind eigentlich die Fundamentalopposition gegen das System, gegen den Kapitalismus und was auch immer. Ne? Und man muss natürlich sagen, das, was im Fußball an kommerziellem Overkill stattgefunden hat und weiterhin exzessiv stattfindet, das ist ja auch Irrsinn. Also ich habe das einmal für mein Seminar damals mal an einem Beispiel, was damals aktuell war, einfach mal in Zahlen gepackt, was Kommerzialisierung im Fußball bedeutet. Also Michael Ballack ist damals nach Chelsea gegangen und da hat ein Journalist ausgerechnet, dass der also pro Tag 17.000 Euro verdient. Und da sagt jeder, das ist doch Wahnsinn. Ich habe dann aber mal weitergerechnet. Wenn er das damalige Vermögen seines Vereinsbosses Roman Abramowitsch
anhäufen wollte, hätte wollen, dann hätte er unter diesen Bedingungen 1500 Jahre Fußball spielen müssen. Also das sind einfach Dimensionen, die sind so irrsinnig. Und wenn man dann die Summen hört, die heute manchmal genannt werden, womit man soziale Missstände beheben könnte, dann ist das schon, wie gesagt, das nur als Beispiel dafür, dass eben diese Rechten, wenn sie ihre antikapitalistische Kritik äußern, natürlich die gleichen Angriffspunkte haben, die gleichen Argumente hat wie die Linke. Und das hat die NPD, wie gesagt, versucht, auch so im Fußball und die Beispiele Red Bull Leipzig und anderen durchzusetzen. So, dann gibt es natürlich auch, wie sollte es anders sein, rechte Funktionäre, die im Amateurfußball mitmischen. Da haben wir gerade mal so ein kleines Sortiment, können wir nur mal die Bilder gerade durchgucken. Also die als Trainer, als Schiedsrichter, als Betreuer oder sowas aktiv sind. Aber das müssen wir gar nicht weiter vertiefen. Einfach mal Badke, genau, Badke und dann Handtusch. Also das war so ein Fall, so ein NPD, das ging dann nochmal durch die Presse. So ein NPD-Funktionär, der also Jugendtrainer war und wo sich der Verein dann eben hinter ihm gestellt hat. Oder halt Handtusch hier in der Nähe von Wetzlar. Er ist auf dem Platz ganz unpolitisch, sagte der Vereinsvorstand. Für ihn zählen nur die Kinder und der Fußball. Was er primat macht, ist für uns völlig uninteressant und so weiter. So, jetzt kommen wir zur Internationale. Das ist noch so ein Schiedsrichter. So. Die Internationale der Nationalisten im Fußball. Ihn kennt natürlich jeder. Und was in Italien immer dann genannt wird, so an rechten Fangruppierungen, das sind vor allem die Fans von Lazio Rom und Hellas Verona. Und jetzt möchte ich an der Stelle einfach mal einen Begriff ein bisschen näher definieren, der leider verschlissen wurde. Und zwar hatten sich eigentlich in den 90er Jahren Fans in Italien aufgemacht, eine Anti-Hooligan-Fußball-Subkultur zu bilden, nämlich die Ultras. Und die Ultras sind für mich eine sehr, sehr spannende Entwicklung gewesen, weil die sich eben sowohl gegen diese rechten Hooligans als auch gegen die überhaupt gewaltbereiten Hooligans gewandt haben und gesagt haben, wir wollen einfach im Stadion eine große Fanschau etablieren. Also die haben das damals eingeführt mit den Bengalos, mit Choreografien, mit diesen ganzen Kurven, die sich plötzlich verwandelten in Schriftzüge, in Farben, also wie man das heute so kennt. Und ich habe gerade mich so als Soziologe in den 90er Jahren mit Fußball intensiver befasst, als die auftauchten. Also richtig, die entstanden sind die schon Ende der 60er Jahre, aber die waren plötzlich im Fokus als Gegenwelt zu den Hooligans. Leider Gottes haben die einen Begriff gewählt, den die Medien sofort verschlissen haben, nämlich Ultra. Das reimt sich oder lässt sich so gut kombinieren mit ultra hart, ultra brutal, ultra, ne? Und so haben die Medien dann quasi schizophrenerweise diesen Begriff Ultra als neuen Begriff für Hooligan verwendet. Und viele der heranwachsenden Fußballfans, auch in Deutschland, haben quasi diese mediale Verwendung des Begriffes auf sich dann gemünzt. Und so ist es leider, ist diese Trennschärfe verloren gegangen. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, weil diese Ultras hatten nämlich versucht, auch so einen antikommerziellen neuen Fantypus zu kreieren, der eben nicht prügelnd durch die Stadien zieht, sondern der aus den Stadien ästhetische Kunstwerke machen wollte. Und das ist leider Gottes, ist diese Bewegung dann, wie gesagt, nicht früchtetragend geworden. Die Aachen-Ultras zum Beispiel sind ja ganz vehemente Antifa Aktivisten noch heute. So, Silvio Berlusconi, jetzt wieder zurück zum braunen Leder. Silvio Berlusconi gründet und organisierte seine Partei nach bewährten Vorbildern aus dem Profifußball, die ihm als Präsident des AC Mailand natürlich bestens vertraut waren. Schon der Name Forza Italia, so hieß ja seine Partei zuerst, bezieht sich wohlkalkuliert auf den typischen Schlachtruf italienischer Tifosi. Er hätte es ja auch Bunga Bunga nennen können, ne? Und statt tröger Ortsvereine überzog er das Land mit einer Art politischer Fanclubs. Also das hat damals so perfekt funktioniert. Also
Berlusconi ist ja damals als einer der ersten schillernden Rechtspopulisten in der großen Politik aufgetaucht und hat diese Partei gegründet und ist 3 Monate später schon ganz oben gewesen. Und das war eben eine Strategie, die er abgeguckt hat, nicht so wie andere Parteien ticken mit Ortsvereinen und diesem ganzen Trögen, sondern einfach als Fanclub. Und das ist bis heute das Vorbild von so Rechtspopulisten geblieben. Also sowohl Jörg Haider hat das dann gemacht, einfach nicht in den Ruch kommen, so Altparteistrategien zu fahren, sondern einfach moderne Popkultur zu machen. Und das hat Berlusconi damals so generalstabsmäßig vorgemacht. So, die nächste Figur, das Gott sei Dank spielt sie heute keine Rolle mehr. Ist das noch ein Begriff? Radovan Karadzic war so einer der bösen Nationalisten im jugoslawischen Bürgerkrieg. Ist dann untergetaucht, nachdem er gesucht wurde mit internationalem Haftbefehl, und nachher hat man ihn in einem Bergdorf festgenommen als esoterischer Wunderheiler. Der bosnische Serbenführer Radovan Karadzic betreute einst als Psychologe und Motivationskünstler nicht nur die Kicker des FC Sarajevo, sondern in den 80er Jahren war er eine Zeit lang beim FC Barcelona. Ein anderes Beispiel ist der 2002 ermordete Holländer Pim Fortuyn, das ist quasi so der Vorläufer von Wilders gewesen, bei dessen Beerdigung die Hooligans von Feyenoord Rotterdam, wo er seine treuesten Anhänger hatte, ein Transparent entrollten, auf dem zu lesen stand "You'll never walk alone". Und die Anhänger von Feyenoord Rotterdam gelten nicht nur als äußerst gewalttätig, sondern auch immer schon als eng verbunden mit rechtsextremen Organisationen in den Niederlanden. Und darüber kommen wir nun noch einmal zurück zur Musik. Und zwar haben die nämlich einen bestimmten Sound kreiert, und zwar Gabba. Können wir gerade mal... Ich habe, glaube ich, auch Videos da. Gabba, nee, weiter unten. Paul Elstak. Da kann man mal. Fucking you, Monk! There you come in my fucking gas! Which one got my little sister against her will? Glory Benedict comes in that way, and nobody knows what fucking is! Oh, God, holy God! Oh, God, holy God! Oh, God, holy God! Oh, God, holy God! Das war eine lange Zeit, ich habe das so Ende der 80er, Anfang der 90er das erste Mal entdeckt, so als die typische Musik eben in Rotterdam. Und damals war im holländischen Fußball so eine Zweiteilung. Es gab eben auf der einen Seite die Ajax Amsterdam Fans, die mehr so Reggae und süßlich duftende Wolken und Dreadlocks und so trugen, und dann wollte Feyenoord, der Widerpart, eben genau das Gegenbild darstellen, nämlich so Working Class, Arbeiterclub bis zur Karikatur. Und die haben damals gesucht, eben einen Sound, den sie gegen diese Reggae- und Soul-Musik, die Ajax-Fans immer hatten, in Stellung bringen konnten. Und die haben dann entdeckt, dass gleich um die Ecke in Belgien gab es einen Vorläufer des Techno, nämlich die Electronic Body Music. Und das ist so eine ganz böse, harte, extrem laute Musik gewesen. Und die haben die quasi wieder belebt und haben im Grunde aus der Techno-Musik so alle Weichmacher wieder ausgetrieben, die so über Goa da eingesickert waren. Also nicht mehr Sitar-Klänge und Wahlgesänge, sondern nur noch diese ganz harten Sachen stehen lassen. Und haben dann sehr schnell gemerkt, dass man das auch sehr gut als Soundtrack für die dritte Halbzeit verwenden kann. Also die haben dann angefangen, bei den Schlägereien mit den Ajax-Fans eben aus den Ghetto-Blastern diese Musik laufen zu lassen. Und es dauerte aber dann noch viele Jahre, bis das in Deutschland auch auftauchte. Und mittlerweile gibt es halt unter rechten Fußball-Hooligans auch überall so eine Gabba-Szene. Ich weiß nicht, wie das hier in Trier ist. In Kaiserslautern war es ganz, ganz früh. Also da war es sehr, sehr schnell der neue Sound. So. Und jetzt möchte ich aber ein Kapitel aufschlagen, was mir
mindestens ebenso wichtig ist wie diese im engeren Sinne Neonazi-Rechtsextremismus-Geschichte. Und zwar habe ich da die Überschrift gewählt Riefenstahl. Können wir gerade mal so die ersten Abbildungen. Genau. So. Und zwar geht es jetzt, also ich mache jetzt wirklich eine Zäsur. Was ich jetzt beschreibe, ist nicht das Werk von irgendwelchen Rechten oder Neonazis, sondern ist die Art und Weise, wie so seit den 90er Jahren in den ganz normalen Medien Fußball inszeniert wird. Und das hat mir mittlerweile eine Dimension so an faschistoider Ästhetik erreicht, wo ich ein bisschen unruhig werde. So langsam wird das wieder ein bisschen runtergepegelt, aber so vor ein paar Jahren war das wirklich exzessiv. Und es ist kein Zufall, dass in der Zeit eben auch so eine Rockband wie Rammstein plötzlich Erfolge hatte. Die ja im Grunde kokettieren auch mit dieser faschistoiden Ästhetik, ohne Neonazis zu sein. Und das war für mich eben ein Indiz dafür, dass eben die ganz normale Alltagskultur schon wieder Bilder und Denkmodelle zulässt, die noch 20 Jahre vorher auf Widerstand gestoßen werden. Und das ist beim Fußball und bei der medialen Berichterstattung über Fußball für mich ganz symptomatisch und auch idealtypisch gewesen. Und man muss dazu jetzt sagen, dass das in den Medien jetzt wieder aus England kam und eine bestimmte Vorgeschichte hatte. Können wir gerade mal das, den Eric Cantona, den haben wir da irgendwo. Da kann man es genau, da kann man es sehr schön sehen. Da habe ich mal an Bildern zusammengestellt, und zwar die Metaphose des Eric Cantona. Ist der noch bekannt? Von Manchester. In Augenhöhe mit dem Zeitgeist, mit dem damaligen. Der begann seine Karriere in Frankreich und da sah er so aus. Und dann kam er nach Menu und wurde plötzlich zum riefenstählernen Heros gestaltet. Und dahinter steckte aber ein medialer Umbruch. Und zwar muss ich jetzt eine Geschichte noch erzählen, ich weiß nicht, ob das jedem noch bekannt ist. Es gab 1985 im Brüsseler Heyselstadion eine ganz schlimme Katastrophe. Und zwar sind damals die Fans von Liverpool über die von Juventus Turin hergefallen und es gab, ich glaube, 90 oder noch mehr Tote. Und das war quasi die Klimax, der Höhepunkt von englischen Hooligan-Krawallen auf dem Kontinent bei internationalen Spielen, die dazu geführt hat, dass der englische Fußball dann 5 Jahre lang von allen internationalen Begegnungen ausgeschlossen wurde. Und Liverpool, glaube ich, 7 Jahre. So, und in dieser Zeit passierte etwas. England verschwand so fast schlagartig aus dem Blickwinkel der Fußballwelt. Und in der Zeit hat dort ein gewisser Rupert Murdoch, der große Privatfernsehmogul aus Australien bzw. den USA, den Sender BSkyB gekauft und hat sich die Rechte an der Übertragung des englischen Ligafußballs gesichert. Und der hat, ohne dass das von außen so weiter beobachtet wurde, ganz bewusst, also er nicht in Person, sondern eben seine Leute, seine Redakteure, versucht, den Fußball zeitgeistgemäß neu durchzustylen. Und das Ziel war eben, dass man eben den Fußball jetzt 100% an die Unterhaltungspopkultur andockt. Und damals war eben der Zeitgeist Ende der 80er Jahre, so um 1990 dann, sehr stark eben auf diesem harten Männerkult faschistoiden Riefenstahltrip. Und die erste Figur, die quasi in den englischen Medien dann gehypt wurde, so zum neuen Inbegriff des Fußballstars heraus, das war eben Eric Cantona. Und wir können jetzt mal ein paar andere Bilder gucken. Riefenstahl, warum ich das jetzt Riefenstahl nenne, ist klar. Ne? Also Riefenstahl ist die Regisseurin gewesen, die quasi die Hitler-Körperkultbilder uns in die Köpfe gebrannt hat. Also durch den Olympiafilm 36 vor allem, vielleicht kann man das nochmal, ich hatte ja gerade Riefenstahl, gehen wir nochmal zurück, ne, das ist eine andere Welt, nochmal zurück, ja. Also das sind Bilder aus dem Riefenstahl-Film von 1936 über die Olympiade und es ist eben kein Zufall, dass die Band Rammstein damals genau diese Bilder für das Video ausgewählt hat, was dann ihnen international
den Durchbruch verschaffen sollte und ja verschafft hat. So, und jetzt können wir nochmal weitergehen. Also einfach so ein paar Bilder. Also das ist, wie gesagt, Cantona oder sowas. Ne? Und jetzt dazu die Gegenwelt, nämlich die Zeit davor. Also so wurde Fußball in den 70er Jahren präsentiert. Gerade nochmal zurück. Einfach mal so switchen ein bisschen. Das ist ein ganz anderer Fokus. Ne? Also das Fußballspiel und jetzt das nächste und das ist Fußballspiel. Ja. Es wurde also fast immer versucht bei Fotos in den 70er Jahren so virtuose Körperbeherrschung zu zeigen und nicht einen scheiternden oder triumphierenden Heros mit dessen Muskelsträngen. Ich überspitze das jetzt natürlich, überpointiere das, aber ich will nur zeigen, dass ich eben dadurch die Welt quasi in der Medienberichterstattung über Fußball wiedergespiegelt hat, wie sie sich damals veränderte in den 90er Jahren. Ich hoffe, dass sich das jetzt wieder ein bisschen zurückpegelt. Wir können jetzt mal noch ein paar andere typische Fotos aus den 70er Jahren zeigen. Wenn man heute Fußballspieler auf dem Rasen sieht, die haben immer Schaum vor dem Mund, 90 Minuten. Sind die wie die Berserker, wie ein Rudel Wölfe unterwegs. Und damals hatten die wirklich Zeit, sich mal ein paar Sekunden hinzustellen, einfach mal körpersprachlich ganz anders zu agieren. Oder jetzt mal das Nächste, das war dann Paul Breitner. Und das Nächste mit einem armen Kerl, der leider... Gerd Müller hat gestern kam die Meldung, ne, dass er auch was man ja schon wusste, dass er jetzt wegen Alzheimer. Naja, so. Das sind jetzt Fotos von Stars, die völlig anders geworden sind. Also dieses Heroische und damals war eben die Bandbreite viel, viel größer. Natürlich gab es auch diese Heroenfotos und so, aber es war eben die Bandbreite, die das Spiel für mich auch damals so attraktiv gemacht hat. Ein bisschen Ironie da drin, Witz auf dem Platz gibt es heute gar nicht mehr. Also Sepp Maier, der plötzlich einfach dem gegnerischen Mittelstürmer den Ball hingeschoben hat und der hat ihn aber nicht ins Tor geschossen, sondern er wusste den Gag dann zu kontern und hat ihn wieder zurückgegeben. Einfach so als Augenzwinkern im Spiel. Das gibt es heute eben gar nicht mehr. Und jetzt einfach mal ein paar Bilder. Ich habe die einfach mal aus unserer Rheinzeitung mal zusammengestellt. Also das ist heute eine ganz typische Abbildung. Irgendein Spiel, ein ganz beliebiges, soll illustriert werden und die Redaktion nimmt dann so ein Foto. Oder das nächste. Oder das nächste. Oder das nächste. Ja. Also dieses Brachiale, was heute in den Vordergrund gerückt wird. Meistens sieht man sogar gar keine Füße mehr, sondern nur zwei Köpfe, die fast zusammenprallen. Das ist Fußball. Ja. Vielleicht ist die nächsten beiden noch. Sowas, na gut, das ist dann schon heftiger. Sowas. Das, also klar, schlagen Sie einfach mal normale Zeitungen durch. Jeder dritte Bericht über ein Fußballspiel hat so ein Foto. Ja. Und César Luis Menotti, der argentinische Trainer und Fußballphilosoph und Entdecker von Maradona, der brachte es mal etwas überspitzt auf den Punkt. Es gibt den rechten und den linken Fußball. Der rechte Fußball will uns suggerieren, das Leben ist Kampf, verlangt Opfer, wir müssen uns stehlen und mit allen Mitteln gewinnen. Solcher Fußball verleugnet seine eigenen Ursprünge, er macht krank und er ist krank. Und jetzt habe ich noch, um das Ganze optisch noch auf die große Bühne zu bringen, nochmal ein paar Bilder zusammengestellt. Genau. Auch wieder in den 70er Jahren fand Fußball, Bundesliga-Fußball in erster Linie in Stadien statt. Und das Stadion, quasi altes Griechenland, ist ein sehr weiträumiges Areal gewesen. Ein Areal, auf dem man Sport treiben kann, oder auf dem man Sport treibt und wo Zuschauer sein können, aber nicht müssen. Und diese Atmosphäre hatten auch. Die Ausnahmen waren dann so Stadien wie der Betzenberg oder der Bökelberg, wo wirklich damals auch schon diese Arena-Atmosphäre entstand. In München oder in Köln saß man quasi 50 Meter vom Geschehen weg und es wäre nie so eine Stimmung aufgekommen wie heute, ohne dass das Spiel irgendwie Spektakel sein muss.
Und das ist für mich in den Begriffen Stadion und Arena verpackt. Also heute sind das im Grunde alles Arenen. Man kann das nächste Mal, also da sind wir dann im alten Rom gelandet. Und das hat eben eine ganz andere Aura und vor allem auch eine andere Gewichtung. Also der Zuschauer ist das Wichtige jetzt, nicht der Sportler. Und bei dem nächsten Bild kann man es dann auf den Punkt bringen. Das ist immer wieder in Leipzig. Und zwar das hier außen, das ist das alte Leipziger Stadion. Das war das größte Stadion in Deutschland, durch über 100.000 Zuschauer. Und das sind die alten Tribünen, ganz, ganz flach. Und mitten rein hat man jetzt diese neue Arena gesetzt. Also das ist in einem Foto verschmolzen, was sich geändert hat. Und diese neuen Arenen sind architektonisch genial konstruierte Dampfdrucktöpfe. Also da kann auch eine E-Jugend spielen und trotzdem ist dieser Sound und diese akustische Atmosphäre einfach gigantisch. Also ich war jetzt nochmal in Dortmund und eine Nichte von mir studiert auch Soziologie. Und hat mit Fußball eigentlich nichts am Hut. Ich habe gesagt, so komm mal mit. Als Soziologin musst du einfach mal so ein Massen, einfach das mal erleben. Und sie kam dann ziemlich gelangweilt mit. Und ich weiß nicht, ob sie schon mal in Dortmund waren. Man kommt in dieses Stadion rein, eher durch so einen kleinen Gang. Und das hat eher so die Anmutung von einer Tiefgarage. Also nichts Spektakuläres, Beton und so. Aber man ahnt, hinter der Wand ist irgendwas. Und dann geht man so eine kleine Treppe hoch. Und dann kommt eine relativ kleine Tür und die geht auf und dann blickt man in diese Hölle da rein. Und dann spürt man diese Kraft von diesen 80.000 Leuten. Und das hätte es in so einem alten Stadion eben nie gegeben. Und diese neuen Arenen, die sieben in sich. Also die brauchen eigentlich gar nicht das Spektakel auf dem Platz, sondern die stellen sicher, dass das da drin brodelt. Ne? Noch einmal etwas pointierter zusammengefasst. Seit den 90er Jahren, seit dem Relaunch des Profifußballs im Geiste des Entertainment, verfolgt die Unterhaltungsindustrie unter ihren Prämissen über alle Maßen erfolgreich das Konzept einer in sich geschlossenen, verlässlich reproduzierbaren Erlebnis- und Gefühlswelt. Aus weiträumigen Stadien wurden in sich selbst siedende Arenen, steingewordene Dampfdrucktöpfe gewissermaßen, in denen sich die gewünschte, hoch aufgeladene Atmosphäre architektonisch abgesichert und weitgehend unabhängig vom sportlichen Gehalt der jeweiligen Darbietung quasi automatisch generiert. Im durchinszenierten und choreografierten Sport unserer Tage liegt das professionelle Hauptaugenmerk der Akteure, vor allem jener abseits des Rasens, auf der Erzeugung kontrollierbarer und partytauglicher Gefühlswallungen. Und für die Emotionalisierung ihres exklusiven Produkts hat man ein überschaubares Set an Mustern zusammengestellt und mittlerweile hinreichend erprobt. Erstens Personalisierung und Dramatisierung. In Superzeitlupe wird jeder Podolski zum Heros und jede kleine Geste, jedes gemurmelte Fuck oder Scheiße zerdehnt in Shakespeare'sche Dimensionen. Also die Superzeitlupe war auch so eine Erfindung, was so diese englischen Fernsehmacher damals als Wundermittel eingesetzt haben. Also in Superzeitlupe ist alles pathetisch, emotional aufgeladen. Also es gibt keine Szene, die man nicht mit einer Superzeitlupe zu einem Ereignis machen kann. Deshalb haben die eine Zeit lang auch, es gab kaum noch Schwenks auf Trainerbänke, die nicht in Zeitlupe dann waren. Weil der Trainer konnte so machen, in Wirklichkeit hat er nur so gemacht, aber gedehnt auf 25 Sekunden ist das eben entweder Depression pur oder wenn er so gemacht hat, ist das halt Jubel pur, wenn man das auf ein paar Sekunden überdehnt. Und das hat man eben auch bis zum Exzess getrieben. Also mir fällt das immer auf, wenn man ein Spiel live sieht, dann ist das, hier haben wir ja Fußballfans unter uns, aber in 90% der Fälle eine furchtbar langweilige Angelegenheit. Und wenn man das Ganze dann im Fernsehen sieht, dann hat das mit dem Original, mit dem Rohstoff, den man im Stadion selbst gesehen hat, eigentlich gar nichts mehr zu tun. Es ist ein völlig anderer Rhythmus durch Wiederholungen, durch Superzeitlupen, eine ganz andere Dramaturgie. Und ich habe mich auch lange gefragt, warum mir im Fernsehen immer auch diese technische, balltechnische Seite so viel perfekter vorkommt, als wenn ich im Stadion sehe, wie denen der Ball mal einen halben Meter verspringt und holpert und so. Im Fernsehen sehe ich das gar nicht. Und bis ich auf eine Erklärung kam, im Fernsehen fehlt ja eine Dimension. Das heißt, diese Klette und diese Perfektion der Ballannahme und Mitnahme,
die ist zum größten Teil auch dadurch, entsteht dadurch, dass eben jede Bewegung des Balles zur oder von der Kamera weg ja gelöscht wird. Ja, also wenn der Ball sich quasi auf die Kamera zubewegt, einen halben Meter oder so, das wird ja nicht dargestellt. Und deshalb sieht das im Fernsehen viel, viel perfekter aus. Müssen Sie mal darauf achten. Also wenn Sie einfach mal sich ein Spiel live anschauen und Sie merken sich ein paar Szenen und sehen die gleiche Szene dann im Fernsehen, das ist eine völlig andere Ästhetik auch. Und das haben natürlich die Medienmacher mittlerweile, in Amerika ist man dazu übergegangen, weil man gemerkt hat, dass die Diskrepanz so groß ist zwischen dem Original auf dem Rasen und dem, was man nachher auf dem Bildschirm sieht, dass in den Footballstadien zum Beispiel vor fast jedem Platz ein Bildschirm ist. Das heißt, die sehen das Ding gar nicht mehr live, sondern sofort auch im Stadion, im Fernsehen. Ne? Mit Wiederholungen und mit allem, was so dazugehört. Was die Vereine, die eigentlichen Marken anbetrifft, so ist das unglaubliche Kunststück gelungen, deren Aura zu erhalten und sie gleichzeitig vollkommen zu entkernen. Die im Grunde hirnrissige Diskrepanz zwischen den herzblutenden Fans und den von ihnen in einer Saison als die eigenen Verehrten und bereits in der nächsten als die der anderen verachteten Protagonisten könnte ja kaum größer sein. Das ist auch ein Phänomen, was ich mir als Soziologe immer noch nicht so ganz erklären kann, wie das funktioniert. Also dass im Grunde ja die einzigen, die nicht wirklich mit Herzblut am Verein hängen, die Akteure sind. Von ein paar Ausnahmen jeweils pro Mannschaft abgesehen. Und trotzdem ist diese Identifizierung der Fans mit einem Verein, das funktioniert immer noch. Da können wir gleich ja vielleicht mal drüber reden, vielleicht eine Erklärung. So, abschließen möchte ich jetzt aber noch mit einem Fußballstar aus der Vorfernsehära, der unser Thema, glaube ich, ganz gut abschließt. Wenn wir gerade mal gucken, den Arthur Friedenreich. Video? Nee, ist eine Abbildung. Da ist er. Also das ist so vor Pelé der große Star des brasilianischen Fußballs gewesen. Arthur Friedenreich kennt in Brasilien immer noch jeder. Und dass der Nazi-These von ihrer rassischen Minderwertigkeit widersprechend von Pelé bis Ronaldo ausgerechnet Mischlinge in Anführungszeichen den besten Fußball zu spielen scheinen, das begann schon mit dem allerersten schwarzen Superstar des brasilianischen Fußballs, mit Arthur Friedenreich, dem gemeinsamen Sohn einer aus dem Schwarzwald stammenden deutschen Einwanderer und einer afrikanischen Sklavenfamilie. Und gespielt hat er übrigens beim Verein, der hieß SC Germania Sao Paulo. Ja, unsere Welt, auch die des Fußballs, hatte eben immer schon mehr Schattierungen als nur schwarz und weiß. Ja, soweit von meiner Seite.